So, liebe Freunde, willkommen beim Let's Play von Dark Souls. Ich bin wieder euer Dake. Tut mir leid, es war jetzt länger mal eine Pause. Wie ihr auch wahrscheinlich hören könnt, bin ich ein bisschen erkältet. Doch es geht sich wieder dem Besseren zu. So, wir machen jetzt hier weiter. Wie ihr sehen könnt, ich habe mir neue Tränke geholt und ein bisschen auch die Seelen ausgegeben. Und zwar für Stärke. Wir sind jetzt auf 18 Stärke. Damit können wir nämlich bald auch stärkere Waffen tragen, weil diese ist zwar geil, aber auch nicht gerade die stärkste. So, das letzte Mal waren wir diesen Weg hier lang gegangen. Ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, wir wurden da ordentlich verdrescht von ein paar NPCs, die auch ganz schön stark sind. Man kann diesen Weg gehen und sich durch die durchprügeln, aber es gibt auch eine andere Variante, die ich euch jetzt zeigen möchte. Und zwar, wenn wir hier über die kleine Brücke gehen und diesen Weg entlang, dann findet ihr hier eine offene Fläche und seht da auch schon so ein komisches, knolliges, haariges Vieh. Da kommt es auch schon direkt auf uns zugestürmt und wie alles in dem Spiel will es uns natürlich umbringen. Ihr müsst hier wirklich aufpassen. Also in diesen Bäumen, da seid ihr relativ sicher. Da gehen die Viecher immer so zurück, wenn ihr sehen könnt. Ich werde jetzt noch nicht aufs offene Terrain gehen. Da werdet ihr wahrscheinlich sofort niedergemetzelt. Weil die Viecher sind sehr agil, die sind sehr schnell. Wie ihr auch schon sehen könnt, mit diesem riesen Maul können die wahrscheinlich ordentlich zubeißen. So, ich würde euch raten, immer so ein, so eine Mitte zu finden. Mit rausgehen, reingehen, aus dem Wald. Dann immer wieder ab und zu mal zuzuschlagen, um dem Vieh Schaden zu machen. Warum ihr jetzt nicht auf offenes Terrain gehen solltet, ist folgender Grund. Davon gibt es noch zwei Viecher und die kommen ab einer bestimmten Anzahl auf euch zugerannt. Da hinten versteckt es sich jetzt. Müsst aufpassen, weil die rollen sich immer gern. So zum Beispiel. Und das macht auch ordentlich Aua. Boah, seht ihr, wie schnell die sind. Springen zurück und greifen direkt an. Scheiß Viecher. Ja, seid da auf jeden Fall vorsichtig. Boah. Oh, du Drecksvieh. Lieber was trinken. Wir wollen ja kein Risiko eingehen. Da kommt es schon wieder. Zu einer scheiß Rollattacke. So. Immer wieder schön zurück und vorgehen. Zustechen. Super, wenn ihr so eine Waffe habt, mit der ihr zustechen könnt. Oh, oh, oh. Oh. Scheiße, das war knapp. Oh, oh, oh. Ja, so wie ihr jetzt sehen könnt, da hinten kommen auch schon die anderen beiden jetzt. Also jetzt wird's lustig. Wow. Und da rollen sie sich auch schon wieder. Ey, das ist doch hier echt. So, jetzt habt ihr nämlich ein Problem, wenn alle drei auf euch losgehen. Ach, wie geil. Ja, das ist natürlich ein mega Glück, dass das Vieh hier hängen bleibt. Das könnt ihr schön verprügeln. Nicht treten, zuschlagen. Ja, da war der Blutungseffekt. Hat fast 500 Schaden gemacht. Ihr seht also, der ist ganz ordentlich. Der tritt aber auch nur ein, wenn er öfters hintereinander trefft, damit sich der Blutungseffekt aufbauen kann auf dem Ziel. So, die beiden chillen jetzt da hinten und rollen wieder auf mich los. Wie die Verrückten. Da. Einfach nur schön ausweichen. Passt auf den zweiten auf, dass der euch nicht in den Rücken rollt. Ja, man weiß nie. Ja, da kommt er auch schon. Ja, schön. Komm, nochmal. Ja. Nein, der hat immer noch Energie. Scheiße. Ja, das ist hier ein bisschen strange. Am besten, ihr geht ein bisschen zurück, wartet, bis die beide hinten sind und dann pullt ihr sie beide nach vorne. Weil sich auf zwei einzelne Ziele konzentrieren ist immer schwieriger. Verzeihung, Freunde. Die Erkältung macht sich noch ein bisschen bemerkbar. Entschuldigt die kleine Pause.
Aber ich würde ja mal sagen, sowas ist ja auch nur menschlich. Also, machen wir weiter in der Hölle hier. Da kommen sie schon beide auf uns zugerollt. Das ist zwar der falsche, den wir jetzt hier Schaden machen. Oh geil, wird der auch hängen? Nein, schade. Ja, ihr seht schon, es gibt so einige Tricks. Ja, ich habe immer Angst, dass der zweite mir in den Rücken rollt. Da müsst ihr echt aufpassen. Ja, jetzt aber. Ja! So. Jetzt habt ihr nur noch einen. Da können wir auch mal aufs offene Terrain gehen. Ein bisschen kämpfen hier. Ah! Okay, das war jetzt irgendwie fail. Müsst auf jeden Fall aufpassen. Blöden Drecksviecher. Boah, seht euch das an. Die machen so einen 180-Grad-Biss. Ist ja... Mal vorsichtig. Was? Nein! Ach, fuck! Ja, ist klar, komm. Ja, schön. Super geil. Okay, das wusste ich auch noch nicht, dass die das drauf haben. Dass sie so eine Art Griff können mit ihrem Biss, der euch sofort umbringt. Ja, auf jeden Fall scheiße. Ich mache mich jetzt nicht nochmal zum Menschen. Ich glaube, ich habe auch gar keine Menschlichkeit mehr. Ich renne jetzt direkt nochmal dahin. Ach ja. Ich hoffe, dass nicht alle drei wieder da sind, sondern nur noch eins von diesen Mistviechern. Der kaut das einfach auf mir rum und spuckt mich wieder aus. Nee. Das war so klar. Naja. Ihr kennt das ja selbst von Dark Souls, ne? Ich zieh mal die Klamotten aus. Kann ich schneller rennen. Ist kein Bock hier noch die ganzen Golems umzubringen. So. Diesem scheiß Katzenfiel, dem zeige ich es doch. Dem trete ich in die Klöten. Weiter, weiter, schnell, schnell, schnell. Ich glaube, das Wasser können die nicht. Ich kann so auch viel schneller durchs Wasser rennen. Und schnell wieder hoch. So. Das ist echt scheiße gelaufen vorhin, Leute. Da beißt das Vieh einfach zu. Vielleicht sollte man doch lieber in den Bäumen bleiben. Das ist doch eine sichere Methode. Wie ihr gesehen könnt, waren die anderen beiden dann auch tot. Übrigens wird das Let's Play hier ein bisschen länger gehen. Weil er jetzt so lange Pause war. Ich euch ein bisschen mehr zeigen kann. Entschuldigt. So. Ich habe mich heute Morgen schon ein bisschen fitter gefühlt. Vielleicht sollte ich doch noch mal ein bisschen Pause machen. Macht sich immer noch bemerkbar, die Erkältung. Hätte ich nicht gedacht. Aber sowas hält wohl doch länger an, ne? Das ist eine Woche. So. Da ist es wieder. Wo ist das Vieh? Da oben, da sehe ich was. Ja. Moment, ich glaube, wir haben Glück. Ja, doch. Ich glaube, wir haben Glück. Es ist nur noch ein Vieh da. Das wäre auf jeden Fall erfreulich. Was hat der da? Ein Pilz. Ja. Nicht, dass der mir hilft. So, jetzt du blödes Drecksvieh. Komm. Komm. Ja, ja, beiß nochmal zu. Du kriegst jetzt erstmal auf die Schelle hier. Zack. Wie schmeckt dir das, hä? Ja, renn, renn weg. So, jetzt kann ich ihn wieder geben. Zack. Zack. Ja, das spürst du, ne? Ja, komm, komm. Oh. Ich denke, das ist ein Mistvieh. Oh.
müssen da wirklich vorsichtig sein. Ist doch nicht mal so eben gemacht. Die für ein Riesenmaul haben, ey. Kein Wunder, dass der mich eben erwischt hat. Ja, er bleibt hängen, ist das geil. Jetzt spür den Blutungseffekt. Ja! Gib ihm! Drecksvieh. So, das waren auch alle drei. Dann könnt ihr hier jetzt in Frieden rübergehen. Und was dieser Weg hier bewirkt, ist einfach nur Folgendes. Ihr kommt jetzt sozusagen hinter die NPCs. Und eigentlich ist es auch ein Riesenvorteil. Nicht nur, weil es schneller geht. Sondern, weil ihr da auch der Gilde beitreten könnt. Der Jägergilde. Ja, hier laufen ein paar Pilze rum. In der Mitte gibt es übrigens eine Truhe. Ich glaube, da ist die magische Glut drin. Die werde ich jetzt aber nicht holen, weil die mich nicht interessiert. Im Moment. So, da vorne habt ihr ein großes Tor gesehen. Hier rechts. Da ist der Wolf drin. Sozusagen der Gefährte von Artorias. Der Wolf Sif. So, aber wir halten uns jetzt hier schön an der Mauer und gehen in Richtung Jägergilde. Und treten diesem Clan bei. Das ist nämlich der einzige Grund, warum ich hier im Finsterwurzgarten bin. Ich will dieser Gilde beitreten. Warum, werdet ihr später noch erfahren. So. Zwei da vorne sind die NPCs, wie ihr sehen könnt. Und hier ist diese weiße Katze, wo man der Gilde beitreten kann. Forget this. The legend of Artorias art none but a fabrication. Traversing the dark. Tis but a fairy tale. Have thine own. Respect. Go not yonder knocking for nothing, I say. Wir stimmen ihr natürlich zu, weil wenn ihr das nicht macht, könnt ihr auch nicht der Gilde beitreten. Oh, indeed. Thou art a strange one. Nevertheless, I feel some liking for thee. I'm Alvina of the Darkroot Wood. I command a clan of hunters who track down defilers of the forest graves. What dost thou say? Wilt thou not join us? Oh, yes, I believe we would suit thee well. I am very glad. And now thou art one of us. Let us establish a covenant. Ja, das gibt auch einen Erfolg. So, und jetzt sind wir auch ein Mitglied. And here taketh this ring. If thou wearest that ring, it allows for thine summoning. If mine senses reveal intruders, then I will summon thee. Fend them off, sir. I beseech only this. I shall summon others who will, by their honor, work tirelessly with thee. Thou shalt receive great reward. And whatsoever you shall pillage will be thine own. A true agreement, not so. But thou must heed the golden rule. The clan is thine own family. To thine kinsmen forever stay true. Darest not in any attempt to double cross. Have no doubt, such wretchedness never will we tolerate. Ja, okay.
Natürlich könnt ihr die trotzdem noch den Clan wechseln oder die Gilde. Müsst ihr nicht so ernst nehmen, was die labert. So, ihr habt auch einen Ring bekommen. Den wollte ich euch mal eben zeigen. Das ist der Katzeneidring. Der ermöglicht euch nämlich, dass ihr hier vorne in dem Gebiet, wo die NPCs seid, ja, PvP-Kämpfe austragen könnt. Ein Ring, der nur Waldjägern ausgehändigt wird. Antwortet auf Alvinas Beschwörung. Die weiße Katze Alvina beherrscht die menschliche Sprache und lebt seit dem Beginn des Zeitalters des Feuers. Sie war eine enge Vertraute von Ritter Artorias und dem großen grauen Wolf Sif. Ja, also es handelt sich hier um eine PvP-Gilde. Bedeutet also, wenn ihr diesen Ring tragt und hier vorne in dem Gebiet rumläuft, dann könnt ihr eine andere Welt vom Spieler eingreifen und ihn umbringen. Und falls andere noch mit dem Ring hier rumlaufen, kommen die euch zur Unterstützung. I've heard all about you. I'm Shiva of the East, Captain of the Brigade. Let's teach you the clan basics now, as there's no time to chat in the midst of fighting. Except there is little in the form of rules, you hear. Fight and hunt as you like. Whoever's fastest gets the prey. That's the way we do it. That's about it then. Great to have you with us. Good hunting to you. Ja, das ist sozusagen der Haupttyp hier. Den werden wir auch später noch mal treffen, wo wir dann bei ihm einkaufen können. Das ist sehr praktisch. Ein Grund, warum ich auch der Gilde hier beigetreten bin. So. Habe euch ja gesagt, dass das hier ein bisschen länger gehen wird. Heute, das Let's Play. Weil ich noch gerne einen Angriff auf den Wolf machen möchte. Hier könnt ihr die ganzen NPCs sehen. Die greifen uns jetzt nicht an, weil wir ein Mitglied sind. Hier vorne ist auch das Tor, wo wir das Wappen für 20.000 Seelen einsetzen können, um dann die Abkürzung freizuschalten. Also es ist schon praktisch, es bringt was. Ich würde euch empfehlen, es zu machen, wenn ihr hier wirklich PvP machen wollt. Dann ist es nur ein Riesenvorteil, wenn dahinter ist direkt ein Lagerfeuer. Und es bringt auch was, wenn ihr den Wolf versuchen wollt. Dann müsst ihr nicht immer so weit laufen. So, aber jetzt geht's erstmal in Richtung Wolf. Schon lustig, die Katze. Ihr müsst übrigens aufpassen, man kann die auch angreifen. Alles schon gehabt. So. Wir rennen jetzt wieder ein Stück zurück bis zum großen Tor. Ich kann euch aber nicht versprechen, dass ich den Wolf jetzt packe. Weil die Waffe, die wir haben, ist nicht gerade die stärkste. Und wir haben auch nur 10 Tränke. Aber egal, wir versuchen es, ne? Ich möchte euch einiges hier zeigen. Wenn wir es nicht schaffen, dann werden wir den halt ein anderes Mal legen. Wenn wir schon ein bisschen fortgeschrittener sind, ein bisschen mehr Stufen haben, mehr Konstitution, mehr Leben. So. Die Szene hier ist ganz cool. Schnell das Zeug, was ich nicht brauche, rausnehmen. Schade, keine Bomben mehr. Egal. Extrem cooles Vieh.
So, da kommt auch schon direkt irgendwo auf uns zu. Passt auf jeden Fall auf. Das Vieh ist verdammt schnell. Und er hat verdammt fiese Attacken drauf. Ich kann nur ein paar Tipps geben. Am besten ist, ihr versucht, unter seinem Bauch zu kommen. Und da können ihn seine Attacken nicht so richtig treffen. Es gibt hier ein paar fiese Sachen, die der drauf hat. So, einfach durchrollen. Ah, fuck. Das ist auch fies. Manchmal rollt ihr so nach vorne. Ihr seht, wie wenig ich ihm nur abziehe. Ah, das ist die fiese Attacke. Da dreht er sich zweimal. Selbst wenn ihr die erste blockt, trifft er euch mit dem zweiten Schlag. Also versucht dem einfach nur auszuweichen. Oh Mann, ey. Der ist richtig fit. Schau mal an, wie schnell das Vieh ist. Würde es manchmal springt euch aus der Reichweite, dann könnt ihr ihn nicht mehr anvisieren. Den nochmal neu anvisieren. Ja komm. Na. Jetzt aber, jetzt kriegst du ja. Komm schon, Blutungseffekt. Wo bleibt da? Scheiße. Keine Ausdauer mehr. Boah. Nein. Da wollte ich mich gerade rollen. Scheiße. Eigentlich ist der Wolf ganz leicht. Aber mit diesem blöden... Oh. Später, wenn ihr bessere Waffen habt und mehr Ausdauer und alles, dann ist das voll easy. Jetzt ist das halt noch relativ früh, wo ihr hier seid. Ist das auch schwieriger. Aber man kann es ja mal versuchen. Hätte ich jetzt noch Harz oder sowas, könnte ich das noch auf meine Waffe machen, würde ich bestimmt mehr abziehen. Genau das meinte ich. Immer schön, wenn er gerade sich drehen will, unter ihn rollen. Oh. Komm, komm. Ah, verdammt. Nein. Das hat ein paar tolle Tricks drauf, dieser scheiß Wolf. Passt auf jeden Fall auf. Nimmt dann nicht zu leicht auf der Schulter. Rollen. Ja. Und jetzt gib ihm. Zu schnell. Diese ständige. Boah. Ah, das war jetzt wieder so ein Glück von dem Scheißvieh. Seht euch das an. Der hat noch über die Hälfte Energie und ich hab nur noch drei Tränke. Jetzt auf ihn zu. Am besten ist eigentlich, ihr greift die ganze Zeit an. Wenn ihr genug Ausdauer habt, dann geht die ganze Zeit in den Angriff und stürmt das Vieh einfach nur an, drängt es in die Ecke. Scheiße, das war jetzt kacke. Also so wird das nichts.
ausdauernder Kampf hier. Nein, schon wieder. Ich muss zugeben, manchmal ist es auch ein bisschen buggy. Okay, noch alles schaffbar. Der macht hier seine volle Kombo-Vielfalt. Wieder außer Reichweite. Also ihr seht schon, das ist machbar. Das ist auf jeden Fall schaffbar. Jetzt am Anfang ein paar Mal verkackt. Man kann es schaffen, auch mit dieser Waffe, mit dieser Stufe. Es gibt bestimmt zig Leute, die den auf Level 1 gelegt haben. Also auf Stufe 1. Es dauert vielleicht nur seine Zeit. Aber warum auch so stressig machen, ne? Später könnt ihr einfach hinlaufen, den weghauen und bis. So. Nein. Boah, Glück gehabt. Jetzt dreht er sich nur noch hier. Oh oh. Mann, bleib doch mal hier. Der springt hier von A nach B. So schnell. So, liebe Freunde, wir haben auch keine Tränke mehr. Ja, ist klar. Ich stand unter dir, du blödes Mistvieh. Ich glaube, das war's. Das ist das Ende. Schade. Mann, ich will dich töten. Komm. Nicht aufgeben. Nein. Nein. Scheiße. Ach, das tut mir leid, Leute. Ich hätte euch das gerne noch gezeigt, wie wir den killen. Aber das muss auch nicht jetzt sein, das könnt ihr auch noch später machen. Das ist jetzt nur halt ein erhöhter Schwierigkeitsgrad in der Verfassung. Aber wie gesagt, das könnt ihr auch noch später machen. Na gut, das war's auch erstmal hier. Ich werde jetzt hier einen Cut machen und dann gehen wir in der nächsten Folge einen ganz anderen Weg. Dann gehen wir nicht nochmal zum Wolf, sondern wir werden dann versuchen, mal weiter in Richtung Story zu rennen. Wir müssen ja noch die zweite Glocke der Untoten läuten und haben da auch noch einiges zu tun. Deswegen bleibt dran, ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Und ich verspreche, dass jetzt wieder demnächst mehr Let's Plays kommen von Dark Souls. Also keine Sorge, das Projekt wird durchgezogen, das versichere ich euch. Also dann, haut rein, wir sehen uns.